Hi. Cool, dass du wieder da bist bei unserer neuen Episode auf unserem Channel Ärger mit dem Gesetz. Heute dreht sich alles um das Thema Zuordnung von Tag-Namen, Bildern und so weiter. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, am besten jetzt direkt nachholen. Ich kann dir jetzt schon versprechen, auch die nächsten Folgen werden flashen. Zum Beispiel zum Thema Personenkontrolle. Was dürfen die Cops? Oder zum Thema erkennungsdienstliche Behandlung. Muss ich da hin? Und dürfen die dann echt alles machen? Fingerabdrücke, Fotos, auch von meinen Tattoos auf dem Arsch und sogar DNA nehmen? Aber wie gesagt, heute dreht sich erstmal alles um das Thema Graffiti. Also um die Frage, kann mir der Richter alle Tags und Pieces desselben Namens einfach so zuordnen, nur weil ich einmal, sagen wir, Dr. Gau gesprüht habe? Ich weiß, am liebsten willst du direkt eine klare Antwort. Am besten wahrscheinlich ein Nein. Aber so easy ist das nicht mehr. Grundsätzlich kann man sagen, es wird nach wie vor zugeordnet, was das Zeug hält. Hier habe ich eine Anklage aus 2019, Staatsanwaltschaft Münster. Einmal erwischt und direkt 4 weitere Bilder zugeordnet. Oder hier, auch 2019, Staatsanwaltschaft Essen. Der Angeklagte wird angeklagt zwischen Juli 2017 bis Juni 2018 in 19 Fällen das Erscheinungsbild fremder Sachen nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert zu haben. Oder mein letztes Beispiel, Anklage der Staatsanwaltschaft Görlitz aus Ende 2016. Der Angeklagte brachte seit mindestens 2013 mittels Farbspraydose in insgesamt 32 Fällen sogenannte Pieces mit der Buchstabenkombination XY an Zügen und Waggons der Sächsischen Städtebahn und der Deutschen Bahn und an Schallschutzmauern und Wänden an. Einige Beispiele von vielen. Ich selbst habe schon Anklagen mit über 100 zugeordneten Pieces und Tags erlebt, teilweise echt verrückte Sachen, wo plötzlich ausnahmslos alle schwarzen Tags aus einem Tunnel zugeordnet wurden, obwohl nur einer gesetzt wurde. Und dann wurden alle anderen Tags und Pieces desselben Namens aller Tags aus dem Tunnel dem Maler zugeordnet. Viele Umzugkartons an Akten. Also wenn ich manchmal höre, die können mir das doch eh nicht nachweisen, warum soll ich da jetzt schon was machen? Schüttel ich den Kopf. Wenn die Gefahr besteht, dass du plötzlich für alle Graffitis angeklagt wirst, egal ob du sie gemalt hast oder nicht, muss man vorher Gas geben und nicht auf die Anklage warten. Wenn du nämlich bis zur Anklage wartest und da werden dir dann zum Beispiel 30 Sachen zugeordnet, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass es auch zu einer Gerichtsverhandlung kommt. In der Gerichtsverhandlung ist der Staatsanwalt genauso wie der Richter erstmal überzeugt, du warst das. Das ist nämlich ein Fehler in unserem System. Der Staatsanwalt klagt dich nur an, wenn er von deiner Schuld überzeugt ist. Und der Richter darf die Anklage nur zulassen, wenn er bei Aktenlage von deiner Verurteilung ausgeht. Und das ist derselbe Richter, der am Ende des Tages vor dir sitzt und das Urteil macht. Und da soll mir noch einer was von nicht befangenen Richtern erzählen. Wenn du also wartest, bis du deine Anklage bekommst, musst du später 2 Personen davon überzeugen, dass sie sich absolut geirrt haben. Und wenn dann noch als Zeuge der Ermittlungsführer der Soko kommt, mit den vermeintlichen Graffiti-Szene-Regeln zur Einzigartigkeit von Tags aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist das eine Menge Arbeit. Viele Beweisanträge, mehrere Verhandlungstage, vor allem viele Kosten und Stress. Wobei eine Sache interessant ist, es gibt keine Automatismen. Damit meine ich, das ist so crazy, teilweise im selben Bundesland gab es Maler, und zwar Champions League, denen der Arsch voll auf Grundeis ging, weil sie mit einem echt bekannten Namen gebastelt wurden und die dummerweise auch was zu Hause hatten. Aber warum auch immer, es gab keine Hausdurchsuchung, es gab keine spätere Zuordnung und wir reden hier von Malern mit einigen 100 rollenden Bildern. Gleichzeitig, bei anderen Malern, die damals fast noch Toys waren, wurde eine Stadt daneben das gesamte Programm aufgefahren, also alles zugeordnet, was auch nur ähnlich aussah oder klang. Alles wurde durchsucht, alles beschlagnahmt, was irgendwie in den Polizeibulli auch nur reinging. Einfach nur crazy. Aber jetzt zur spannenden Frage. Am Ende des Tages, können Sie dich da echt wegen allen Bildern verurteilen? Bis 2005 war das Tag nur ein Indiz, also ungefähr vergleichbar, wie wenn bei einem Einbruch einer der Einbrecher ein Kaugummipapier von Wrigley's liegen lässt und bei dir findet man dann eine Packung Wrigley's zu Hause. 2005 gab es aber ein Verfahren vor dem Landgericht Berlin mit einer riesigen Beweisaufnahme, Zeugen, Gutachten, Ermittlungsführer der Soko, Sachverständige, das ganze Programm. Angeklagt war ein Maler, der wegen desselben Namens schon mal verurteilt worden war und der auch dummerweise zu Hause Blackbooks und so Zeugs für die spätere Hausdurchsuchung aufbewahrte. Und in diesem Jahr, 2005, entschied das Landgericht Berlin, lässt sich ein Tag, etwa aus früheren Verfahren, einem bestimmten Speyer zuordnen. So kann er ihm auch in weiteren Fällen zugeordnet werden, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dieses Tag auch von einem anderen Speyer verwendet wird oder dass das Tag verkauft worden ist. Die Kammer teilt ausdrücklich nicht den Standpunkt des Landgerichts Offenburg in seiner oft zitierten Entscheidung, wonach dem Tag für die Frage der Täterschaft lediglich Indizwirkung zukommen soll. Das Landgericht hat damit was Spannendes gesagt. Du musst plötzlich beweisen, dass du das Tag aus Anklagepunkt 2, 10, was auch immer, nicht gemacht hast. Jetzt stell dir mal vor, du hast einfach abends zu Hause gechillt, als irgendein anderer sich denkt, der Penner hat meine Perle angebaggert, jetzt bomb ich die City mit seinem Namen.
Und deinen Namen kann man vielleicht easy nachahmen. Du weißt von nix. Die Polizei kommt irgendwann, weil ist ja klar, dass nur du das gewesen sein kannst, durchsucht und findet dann vielleicht noch Skizzen mit dem Namen. Dann beweist du mal, dass du das nicht warst. Schwierig. Bei dieser 2005er Entscheidung war ich nicht dabei. Ich bin kurz danach ins Game eingestiegen und wir Graffiti-Anwälte haben dann in vielen Verfahren gezeigt, dass das nicht stimmt, dass ein Name in derselben Stadt mehrfach auftauchen kann, ohne dass man den anderen kennt, dass man für Freunde teilweise Namen mitmalt, dass sogar für Leute, die nachweislich im Knast waren zu der Zeit, deren Name weitergemalt wurde, von irgendwem da draußen. Mir liegen Entscheidungen vor, in denen Richter selbst irgendwann verschiedene Personen vor sich stehen hatten, die aber denselben Tag-Namen gemalt haben sollen, laut Anklagevorwurf. Und damit hat sich erstmal das Blatt wieder gedreht. Die Richter gingen wieder dazu über, ein Tag nur als Indiz zu werten. Wenn jetzt natürlich noch dazu weitere Indizien oder sogar Beweise kamen, wie Skizzen, Tag- oder Nachtfotos, die beliebte Ex-Freundin, die aus Frust den Cops alles erzählt, was man ihr vorher erzählt hat, oder sogar Videoaufnahmen, dann ist auch mit der Geduld des Richters natürlich irgendwann Ende. Aber der Name alleine reichte jedenfalls nicht mehr für eine Verurteilung, auch wenn die Staatsanwaltschaften quer über die Republik immer noch gerne alles anklagten. Bis 2015. 2015 gab es ein Verfahren vor dem Amtsgericht Nauen. Das ist eine Stadt irgendwo in Brandenburg. By the way, für die Amis voller Hotspot-Drehort. Zum Beispiel wurde Inglourious Basterds mit Brad Pitt gedreht oder eine Episode aus Homeland, aber das nur am Rande. Jedenfalls gab es eine Anklage der Staatsanwaltschaft Potsdam basierend auf lauter Indizien mit der berühmten Zuordnungsformel einmal Gau gemalt, immer Gau gemalt. Klassiker. Dagegen sind mehrere Verteidiger, unter anderem auch ich, vorgegangen und haben beantragt, das Gerichtsverfahren nicht zu eröffnen. Ich hatte zig Entscheidungen beigefügt, unter anderem eine aus Nürnberg und eine aus Berlin, wo die Richter selbst in das Urteil geschrieben haben, dass ihnen persönlich Fälle von Doppelbelegungen eines Tag-Namens sogar in derselben Stadt aus mehreren Verfahren bekannt sind. Das Amtsgericht Nauen hat sich der Argumentation angeschlossen und das Verfahren erstmal nicht eröffnet. Die Staatsanwaltschaft Potsdam wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und hat dagegen Beschwerde eingelegt. Und dann kam der Super-GAU. Das Landgericht Potsdam gab der Staatsanwaltschaft tatsächlich aufgrund verschiedener Internetartikel, kein Scheiß, Recht und zwang das Amtsgericht dazu, das Verfahren zu eröffnen. Dabei ging das Landgericht Potsdam sogar noch weiter als das Landgericht Berlin. Ich lese euch jetzt mal ein paar Sätze aus dieser Entscheidung vor. Im Graffiti-Jargon ist das Tag ein Signaturkürzel des Graffiti-Sprühers und stellt sein Pseudonym dar. Es wird häufig als Unterschrift verwendet, aber auch als territoriale Markierung mit dem Ziel, den eigenen Style zu präsentieren und in einem bestimmten Gebiet besonders präsent zu sein und so Bekanntheit, Fame zu erreichen. Vergleiche Wikipedia-Eintrag. Einen guten, möglichst einzigartigen Style zu erreichen, gilt in Graffiti-Kreisen als erstrebenswert. So erläutern Graffiti-Websites Tags weisen auf die Individualität von Menschen hin. Es ist ein Ausdruck von Selbstwertgefühl und Urheberschaft, wie auch eine Art Gütezeichen. Weiterhin, Tags werden ständig wiederholt und daher von ihren Urhebern blind beherrscht. Sie dienen dazu, ein Territorium zu markieren und anderen Taggern zu signalisieren, hier war ich. Zitiert nach graffitiportal.com. Es ist in Graffiti-Kreisen verpönt, das Tag einer anderen Person zu verwenden. So wird angehenden Graffiti-Sprühern empfohlen, vor der Auswahl des Tags sicherzustellen, dass dieser nicht schon von jemand anderem genutzt wird und sich gegebenenfalls einen anderen Tag zu überlegen, da es großen Ärger nach sich ziehen kann, wenn man mit einem Tag malt, der schon vergeben ist, zitiert nach graffitilernen.info. Angesichts der oben geschilderten Gepflogenheiten in Graffiti-Kreisen, die jedenfalls heute im Internet leicht nachzulesen sind, und angesichts der Bedeutung, die dabei dem Tag als individuelle Signatur zukommt, ist sein Beweiswert mit derjenigen einer individuellen Unterschrift vergleichbar. Zwar mag es in Einzelfällen vorkommen, dass Tags nachgeahmt und insbesondere die Tags von bekannten Sprayern in Einzelfällen unberechtigt kopiert worden sein können, vergleiche die eingereichten Entscheidungen des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten und des Amtsgerichts Nürnberg. Die bisherigen Ermittlungen haben allerdings keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die oben genannten Tags der Angeklagten im vorliegenden Fall in ihrer optischen Gestaltung, dem Style, nachgeahmt worden sein können. Ist das krass? Das heißt, weil die Polizei, nichts Entlastendes ermittelt hatte, ging das Landgericht von der Täterschaft aus. Und das Tag wäre wie eine Unterschrift. Mal ehrlich, wie viele Fälle kennt ihr eigentlich, in denen die Polizei so richtig Gas gegeben hat, um eure Unschuld zu beweisen? Gerne mal in die Kommentare posten, ich bin gespannt. Diese Entscheidung des Landgerichts Potsdam aus 2015 ist jedenfalls ohne Gerichtsverfahren, nur aufgrund der belastenden Ermittlungen der Polizei aus der Akte und aufgrund von irgendwelchen ominösen Webseiteninhalten ergangen. Im Ergebnis hat das dem Landgericht übrigens nichts gebracht. In der Gerichtsverhandlung anschließend vor dem Amtsgericht Nauen wurde das Verfahren trotzdem eingestellt.
Aber seitdem kursiert diese Entscheidung bei allen Gerichten in Deutschland, die gerne verurteilen würden, aber davor nicht so richtig konnten. Und wir versuchen wieder einmal mit Entscheidungen anderer Gerichte, Landgericht Münster, Landgericht Nürnberg-Fürth, Landgericht Dresden, das Ganze richtig zu stellen. Stand jetzt, 2020, ist: Es hängt von vielen Umständen ab, ob dir die anderen Sachen zugeordnet werden können oder nicht. Bist du schon mal wegen desselben Namens verurteilt worden? Unglücklich. Gab es eine Durchsuchung, bei der vielleicht sogar was gefunden wurde? Dosen, Skizzen, Fotos, Chatverläufe, eindeutige Facebook- oder Insta-Accounts? Je weniger, desto besser. Wurde in die zugeordneten Bilder reingetaggt? Eher schlecht. Oder gibt es einfach nur die Pieces oder Thrown-Ups? Eher besser. Sieht das Tag immer gleich aus? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass es vielleicht eine Crew sein könnte, zum Beispiel, weil glücklicherweise mal in ein paar Bildern Crew steht? Wäre auch von Vorteil. Je mehr negative Punkte du oben hast, desto eher werden dir aktuell die Sachen zugeordnet. Und umso größer ist der Aufwand, um den Richter vom Gegenteil zu überzeugen. Aber unmöglich ist natürlich nichts. Aktuell bekommen wir wieder viele Gerichtsurteile von Mandanten, die wir dann in der Berufung verteidigen sollen, die ohne Anwalt bei Gericht waren, weil sie dachten, easy Sache, die 20 zugeordneten Sachen können sie mir doch eh nicht beweisen. Und die dann eine Packung bekommen, inklusive einem Schaden von zigtausend Euro, den sie am Ende bezahlen sollen. Also, tu dir einen Gefallen. Wenn die Gefahr besteht, dass du andere Sachen zugeordnet bekommst, weil du einen gebeidet hast oder er dich oder es irgendein Battle gibt, bei dem man Namen getauscht hat, geh zu einem Fachanwalt für Strafrecht und vor allem einem, der sich auch mit Graffiti-Verteidigung auskennt. Wenn du willst, gerne bei uns. Ansonsten gibt es noch 3, 4 andere in Deutschland, die sicher auch gut sind. Alle, die sich jetzt fragen, wie ist das dann vor Gericht? So mit Schriftvergleichsgutachten und so. Da gehe ich gerne in einer der nächsten Episoden drauf ein. Hier hätte das definitiv den Rahmen gesprengt. Deswegen, um das auch nicht zu verpassen, Channel abonnieren und uns auf Insta folgen, beides mit demselben Namen, Ärger mit dem Gesetz. Und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Bis dahin, bleib stabil und vor allem sauber. Wir sehen uns.